Und jetzt geht es um die altbekannte Komfortzone. Komfortzone. Was ist die Komfortzone? Die Komfortzone ist der Bereich, in der wir uns am wohlsten fühlen, am sichersten fühlen. Der Bereich, wo wir sagen, hey, hier kann mir nichts passieren. Egal, was ich mache, ich bleib hier, weil hier bin ich sicher. Was kacke ist, sobald du in dieser Komfortzone bleibst, ist, dass du auch halt jeden Tag immer nur das Gleiche erlebst. Jeden Tag immer nur die gleichen Resultate schaffst. Weil du ja immer nur in der Komfortzone bleibst. Also immer nur in deinem sicheren Bereich bleibst. Und warum ist das so? Weißt du, unser Gehirn arbeitet effektiv, okay, und energiesparend. Das heißt, all das, was für uns, für unser Gehirn vertraut ist, also sprich Erfahrungen, die wir gemacht haben, Emotionen, die wir mit diesen Erfahrungen gemacht haben, und die waren eventuell gut oder vielleicht auch nicht so gut, die sind uns nicht mehr unbekannt. Die sind uns vertraut. Und das kostet unserem Gehirn am wenigsten Energie. Weil, warum soll ich denn eine neue Erfahrung sammeln? Vielleicht sogar in ein unbekanntes Terrain wandern, wenn ich doch schon für mich jetzt hier in dem Bereich, wo ich gerade bin, doch alles das an Erfahrung gesammelt habe, die mir gut tun. Und warum ist das so? Weil wir haben ein Hormon bei uns in unserer Blutlaufbahn, okay, in unserem Körper, der nennt sich Dopamin. Und Dopamin ist das sogenannte Belohnungshormon. Das ist dafür da, dass in dem Moment, wo wir die Entscheidung treffen und sagen, oh, ich bleib mal hier, weil hier ist alles super, hier fühle ich mich sicher und ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, dass ich jetzt hier bleibe, dann ist Folgendes, dann schüttet unser Körper eben genau diesen Hormon Dopamin aus und das ist für uns wie eine Belohnung. Wir haben uns richtig entschieden. Das, was extrem crazy ist bei dem Thema, ist, dass wir halt jeden Tag immer das Gleiche machen. Also wenn wir immer Entscheidungen vor uns her schieben, dann werden wir das auch in Zukunft machen. Und vielleicht sogar nie wirklich die Entscheidung treffen, die gut für uns ist, sondern Entscheidungen, die andere von uns erwarten, dass wir sie treffen. Warum? Weil wir immer in diesem sicheren Bereich bleiben und durch das Dopamin immer wieder das Gefühl bekommen, das ist schon gut so, wie ich das gerade mache, weil hier kann mir nichts passieren. Was passiert? Wir schaffen daraus eine Gewohnheit und wir Menschen lieben Gewohnheiten. Die Scheiße ist halt nur, dass wir daraus immer wieder die Angst haben, auch etwas anderes zu machen. Weil unser Gehirn uns den Impuls gibt, zu sagen, hey, nee, bleib mal hier, da könnte dir ja was wehtun. Man kann sich da verletzen. Und das ist eben genau das, was wir tun. Unser Gehirn tut. Unser Gehirn ist dafür da, uns in Sicherheit zu wiegen, uns keinen Gefahren auszusetzen. Also dieses Thema Überlebensinstinkt. Und das ist im Endeffekt das, was so krass und so verrückt ist. Wir erwarten Veränderung, wir erwarten eine Veränderung, endlich mal Entscheidungen wirklich bewusst zu treffen, aber sind nicht bereit für die Veränderung. Wir erwarten Veränderung, sind aber nicht bereit, den Schritt zu tun, etwas anderes zu tun, außerhalb unserer Komfortzone zu gehen. Das heißt, wir machen jeden Tag das Gleiche und erwarten andere Ergebnisse. Also, weißt du, ich will nicht sagen, dass es einfach ist, sondern die meisten Entscheidungen in schwierigen Situationen, die wir treffen, jetzt durch meine Erfahrung, sind schon Risiko. Okay, das ist schon mit Unbekannten verbunden, weil du eben genau diese Erfahrung ja noch nicht gesammelt hast. Also sprich, wenn du eine Wohnung hast, wenn du Rechnungen hast, die zu bezahlen sind, du aber keinen Bock auf deinen Job hast, weil du dich nicht gut fühlst und vielleicht sogar es schon so die ersten gesundheitlichen Effekte hat, okay, dass es dir einfach gesundheitlich dadurch nicht gut geht. Du bist dir sicher, dass du langfristig dort nicht glücklich wirst. Und trotzdem veränderst du nichts an der Situation, weil du eben Angst hast, kann ich meine Rechnungen weiter bezahlen, kann ich meine Miete weiter bezahlen? Und was würde denn passieren, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, meinen Job hinzuschmeißen? Und genau jetzt kommt die Ratio und die sagt, nee, stopp. Da sind ja noch Rechnungen und so, die du bezahlen willst. Und was machst denn du, wenn jetzt kein... Also jetzt kommen genau diese ganzen Mindfucks, die dir irgendetwas zeigen, die dir irgendetwas in den Kopf projizieren, was
zu 95% der Fälle gar nicht stattfinden wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wir viel, was wir uns vorstellen, dieses Kopfkino, was echt im Worst Case passieren kann, zu 95% der Fälle gar nicht stattfinden wird. Stell dir mal folgende Fragen. Wie viele schwierige Entscheidungen hast du denn bereits getroffen? Was kann denn im schlimmsten Fall passieren, wenn du eine falsche Entscheidung triffst? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wie viele falsche Entscheidungen in deinem Leben bereust du? Weißt du, wenn ich diese letzte Frage, also wie viele falsche Entscheidungen in deinem Leben bereust du, wenn ich die Frage meinen Menschen stelle, mit denen ich zusammen arbeite, dann muss ich immer schmunzeln, denn in den meisten Fällen ist die Antwort keine. Ich bereue keine falsche Entscheidung, die ich getroffen habe. Denn Lorenzo, aus dieser falschen Entscheidung, die ich getroffen habe, es ist nie passiert, dass ich hängen geblieben bin, dass ich umgekippt bin, dass ich nicht mehr da war, sondern es ging immer weiter. Und das Krasse ist, und das ist das, was mich persönlich mir ein richtig, richtig geiles Gefühl gibt, und auch bei meinen Entscheidungen, ist, dass sobald du Entscheidungen triffst, die du vielleicht vorher nicht getroffen hast, sobald du mal über den Tellerrand hinausschaust, sobald du die Komfortzone verlässt, also es weitergeht, öffnen sich Türen, die hattest du gar nicht auf dem Radar. Es öffnen sich Möglichkeiten, vor allem neue Möglichkeiten, die du bis dahin dir noch nicht mal vorstellen konntest, dass das möglich ist. Zum Schluss möchte ich dir eine Sache mit auf den Weg geben. Ob du eine Entscheidung triffst, beziehungsweise auch wenn du keine Entscheidung triffst, du triffst eine. Und daher, wenn du doch so oder so eine Entscheidung triffst, dann triff doch deine Entscheidung. Keine Entscheidung bereuen wir mehr, als nichts getan zu haben. Triff deine Entscheidung. Und vor allem, mach es einfach. Und mach es einfach. Und ich wünsche dir, dass du in Zukunft deine Entscheidungen mit der richtigen Portion Verstand und mit der richtigen Portion Herz und Bauch entscheidest. Bis dann.